Hallo und herzlich willkommen zusammen, Kart und ein weiteres Spiel. Heute Rally, Alley. Es ist wohl ein Rennspiel, so wie man es kennt. Man hat Start und man hat Ziel. Aber hier ist es ein bisschen anders. Und zwar gibt es immer einen, der wie so eine Art Rolle hat. Und diese Rolle besteht aus Asphalt und ist sozusagen die Strecke, die man nicht unbedingt fahren muss. Aber dieserjenige, der diese Rolle hat, muss halt als erstes immer ins Ziel und alle anderen müssen ja halt folgen und müssen halt so dicht beisammen bleiben, weil danach erzählt dann der erste Platz, zweite Platz, dritte Platz. Und es gibt dann noch zwischenzeitlich noch irgendwie Power-Ups und man kann sich sozusagen gegenseitig die Plätze rauben. Ja, aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir gucken jetzt mal. Ich habe schon gesehen. Am Anfang wurde mir gesagt, mit Controller, aber ihr seht, Controller klappt noch nicht mal. Das ist nochmal ein Applaus wert. Es steht da, Controller wird benötigt. Es klappt noch nicht mal mit Controller. Wunderbar, klasse. Und hier, ihr seht, der Controller ist an, es leuchtet. Also an mir liegt es nicht. So, ich kann mit der Maus irgendwie rumsuchen, wo jetzt ohne Mauszeiger kann ich rumsuchen, wo es ist. Aber man kann natürlich auch mit der Tastatur nach oben und nach unten gehen. So, das fängt natürlich schon richtig super an. Wir machen erstmal, okay, das geht noch nicht mal. Das fängt richtig klasse an, Alter, wirklich. Ich kann noch nicht mal die Musik ausstellen, Junge. So, jetzt muss ich hier gucken. Ich probiere es gerade mit der Maus. Junge, Junge, Junge. Also, das Spiel wurde auch wieder gesponsert, ne? Vielen Dank dafür, aber nein, danke dafür. Bis jetzt schon. Also, sage ich jetzt schon. Es ist jetzt schon Müll. Ja, wenn noch nicht mal das Audio-Interface, also das Audio, ich bin schon so perplex, ne? Wenn noch nicht mal das Interface funktioniert und ich kann noch nicht mal meine Musik ausstellen, damit ich keinen Copyright-Claim kriege. Alter Schwede. Das ist ja wohl grauenhaft. Okay. Nochmal raus. Wir starten es einfach nochmal neu. Vielleicht klappt es denn besser. Wenn ich jetzt einfach alles mit Controller klicke. Grauenhaft. Ey, sowas hasse ich. Man bietet ein Spiel an und dann funktioniert es noch nicht mal. Grauenhaft. Einfach nur grauenhaft. Kannst du ihn nachvollziehen? Jetzt, Mensch. So, also. Ah, ich muss draufklicken. Okay, ging das vorher auch schon so? Nein, also mit Tastatur ging es vorher nicht. Oder? Nee. Das ist ganz komisch. Also, jetzt geht die Tastatur nicht mehr. Die Maus geht zwar noch irgendwie immer. Auch nicht mehr so. Doch, jetzt so. Irgendwie. Tastatur geht gar nicht mehr. Ey, das ist cool. Also, was wir das Spiel auch haben. Jetzt. Was denn jetzt? Oh, wollte schon sagen, geht alles nicht mehr. Ey. Zum Kotzen. So. Settings haben wir. Ja, was haben wir hier? Graphics. Full Screen, das ist schon mal gut. V-Sync. Double Tap. Was? Double Tap. Beschleunigung to Boost. Okay, eine Steuerung haben wir hier wohl nicht. Ja, dann einfach rennen, oder? Select your car. Kann ich mich irgendwie mal hier ein bisschen... geht wohl nicht. Ich kann wohl nicht mal... Wir wollen Bus. Ja, das ist doch genau unser. So, Paint, jawohl, auch so Keys, passt alles. So, check. Los geht's. Und jetzt? Start. Adbot. Ich denke, es ist Multiplayer. Multiplayer mit Bots oder was? Genau, ich muss die Straße wohl irgendwie hatchen. Bring it to a checkpoint und get points for placing. Okay. Ah, so ist das, okay.
Okay, und ich darf mir die wohl nicht wegnehmen lassen oder irgendwie sowas war das? Ich weiß es nicht. Okay, ich kann auch nicht mal über alles drüber fahren, okay. Okay, aber mehr ist es zum Beispiel nicht. Okay, gut. Verstehe ich. Jetzt ist es ein Checkpoint. Player 1, bringe es nach Hause. Okay. Board 1 over. Alles klar. Okay. Da stand explizit Multiplayer. Wo ist hier Multiplayer? Mit Bots oder was? Was? Hä? Back to Titel. Wo ist hier der Multiplayer? Ich verstehe es nicht. So, Player, Start, Add Bot, Bot, Bot. Das ist jetzt der Multiplayer oder was? Wow. Toller Multiplayer. Egal. Wir testen es aus. Ich wundere mich jetzt schon, warum... Oh Mann. Okay. Wo fahre ich dann lang? Ah! Warum bin ich da unten? Warum werde ich da nicht angezogen? Junge, gib mir die Straße! Ah! Ich habe noch nicht meine eigene Kamera! Ich bin irgendwo da oben! Alter! Was ist das? Ich habe noch nicht meine eigene Fahrkamera! Die Kamera ist die ganze Zeit auf der Straße drauf. Ja, das war ja klar. Jetzt gehen wieder alle zu mir hier. Lass. Ich hab die Straße. Juhu. Lass mich in Ruhe. Oh. Krass. Wie schnell das gerade ging. Lass. Jetzt klauen die mir das alle. Junge, das ist meine Straße. Weg da. Weg. Erwa. Juhu. So. Was war das? Hä? Er hat meine Straße weggemacht hier. Ey, das ist meine Straße. Scheiße. Oh, nein, 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 nein. Oh. Jetzt, ja, fahr doch nach außen rum, Junge. Was ist das denn? Alter Schwede. Es ist sehr schwer, auf jeden Fall. Aber sowas mit Controller, ganz ehrlich, sowas hätte man auch mit der Tastatur machen können. Man braucht bloß zwei Knöpfe. Na gut, drei. Lenken. Oh, ist das schwierig. Wie die hier alle... Warum rutsche ich denn aus? Hä? Ja, ich stecke gar nicht durch, wo ich überhaupt bin hier. Oh, aber jetzt habe ich hier aber... Tschuh! Boah. Nein! Naja, okay. Hab ich überhaupt schon einen Punkt gemacht? Nee. Ich nicht. Okay, also man fährt vom Checkpoint zu Checkpoint und dann guckt man mal. Oh, ich habe einen Punkt gemacht. Rick TV. Alles klar. Okay. Aber ich finde es schade, dass, wie gesagt, ich hier keine Dings spielen kann mit anderen Spielern oder so. Weil mit Bots ist doch klar, die Bots wissen doch sofort, was sie machen sollen, alle. Da ist doch kein Versagen drin oder nichts, ja, so. So, wo ist denn die Straße? Da unten. Okay, los geht's. Nein, nein, nein. Oh, und ich werde natürlich sofort gedreht, ja. Ja, geil. Und... Hä? Was ist mit meinem Auto los? Junge! Und der... Tschüssikowski. Oh Mann, ey. Ah, das ist echt ein bisschen creepy gemacht, muss ich sagen. Das Spielprinzip ist einfach, es ist auch irgendwie interessant und lustig,
Aber es ist irgendwie schwer zu steuern, finde ich so. Die fahren alle einfach geradeaus in die Mitte. Ach so, ich bin gar nicht. Oh, ich bin so blöd, ne? Ich achte die ganze Zeit auf den blauen Transporter, Junge. Und ich bin doch gar nicht der Transporter. Jawohl, ey. Ich bin echt so dumm, ne? Ich bin doch gar nicht mehr der türkise Transporter. Ich bin ja jetzt ein neues Auto. Man muss jetzt mal rumdenken, ja. Oh Mann. So. Ein Punkt habe ich gemacht. Yes. Aber ist egal, man gewinnt ja trotzdem. Ich hatte ja trotzdem. Na, Victory da gestanden. So, jetzt bin ich hier. Zack. Ja, vor allem, wie gut die das auch können. Auch gut, wie gut die das steuern können und sowas. Ja. Hier vor allem quer durch die Straße durch. Ey. Ja. Komm. Oh, auch nach außen rum. Das ist ja so mies, Junge. Wo ist mein Auto? Da oben ist es. Nein, nein. Ja, also eigentlich hätte ich es verhindern müssen, ne? Natürlich auch letzter noch. Das war gemein. Das fand ich echt gemein. Ist aus dem ersten Platz, wo ich letzter. Ganz toll. Okay, aber so schnell kann es gehen. Ich muss euch sagen, ich wollte eigentlich immer eine halbe Stunde Videos machen, aber ich finde das so langweilig. Ist so. Es ist kein Multiplayer, es ist nur mit Bots. Mehr ist hier auch nicht, ja, also es ist ein Drei-Tasten-Spiel, weiß ich nicht, also die Karte ändert sich auch nicht, das Spielprinzip ändert sich nicht, ja. Gibt natürlich haufenweise an Fahrzeuge, das finde ich auch gut, aber die haben weder eigene Fahrphysik noch eigene Dings oder sonst was, die sehen halt nur cool aus. Ja. Und, ja, das war das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mal ein Like oder sonst was da. Also, ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr einen Daumen runter macht. Aber, ja, keine Ahnung. Ich kann nicht so viel zu dem Spiel sagen. Trotzdem danke für den Key, aber, wenn solche Spiele braucht ihr nicht mit zu mir anbringen. Ja, ich will nicht undankbar klingen, aber, weiß ich nicht. Man kann es ein bisschen besser machen. Finde ich. Also, mein Geschmack ist es nicht. Weiß ich nicht. Ist allein an der Steuerung schon so ein bisschen hakelig. Vielleicht eine andere Kameraperspektive. Nicht auf die Straße, sondern wirklich auf sich selber. Dass man wirklich weiß, wo ist das. Und dann vielleicht ein Hinweis, wo ist die Straße. Das ist einfach viel besser, finde ich. Als wenn die Straße einfach der Mittelpunkt ist und du bist irgendwo da oben, ja, und musst dich jetzt irgendwie lenken und zufixen. Da haben die Bots klar einen Vorteil. Die wissen sofort, wo sie sind. Und da ist der Mensch einfach, ja, der hängt immer hinterher. So. Und, weiß ich nicht. Vielleicht kann man da ein bisschen was drehen. Da würde ich es mir vielleicht nochmal angucken, aber so wie es jetzt ist, nicht. Okay, gut. Also, wollt ihr noch mehr von solchen Videos sehen? Wollt ihr noch mehr, dass ich mir das antue, solche schlechten Spiele zu spielen? Dann lasst gerne mal ein Abo da. Und da geht es jetzt auch weiter. Ja, okay, gut. Ja, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.